Wenn du einen Milliardär fragen würdest, was ist für ihn das Wichtigste bei einer Zusammenarbeit, bei einer Investition, you name it, würde dir immer mit ein und derselben Antwort auf dich zukommen und sagen, mein lieber Dienstleister, Berater, you name it, das Wichtigste mit Abstand, Wichtigste ist für mich Einfachheit, Komplexität, Reduktion auf das absolut möglichste Minimum. Denn du kannst dir ja vorstellen, wenn jemand auf so mal ein ultra high net worth individual ist, ja, also es geht bei 100 Millionen Euro los, dann ist es das sozusagen nicht einfach so geworden. Selbst wenn er es komplett geerbt hätte, hängt da häufig eine ganze Menge dran. Häufig ist der Kern des Vermögens oder des entstandenen Vermögens war in der Regel Unternehmertum. Ja? Also der Kern ist immer irgendwie Unternehmertum. Und dann, wenn dann das Vermögen da ist, dann teilt man es auf, fängt man langsam an, manchmal Immobilien, manchmal mehr Immobilien, manchmal mehr Fonds, manchmal mehr Aktien, manchmal mal diese oder das oder jenes. Und wenn man so ein riesiges Vermögen hat, dann muss man es auch diversifizieren, ja, und so weiter und ist auch angreifbar. Möchte eigentlich gar nicht mehr so sehr in der Öffentlichkeit stehen. Ich denke, dass es so gut wie keinen gibt, der bis auf so, genau, so Supercoaches oder irgendwie sowas, ne, wie so ein Alex Hermosi, ne, das ist halt sozusagen sein Game. Ja. Aber ich würde mal sagen, 90%, 95% oder vielleicht sogar 99% aller Ultra-High-Net-Individuals, die wollen gar nicht irgendwie so sehr groß YouTube und das alles machen und so weiter. Ja. Das ist wieder viel zu viele Touchpoints, Komplexität, Dinge, über die sie sich kümmern müssen, Dinge, wo sie sich Sorgen machen müssen, was wird da kommentiert oder was auch immer. Ja. Auf jeden Fall, es ist immer Einfachheit. Und was können wir jetzt sozusagen, wir kleinen Unternehmer, ja, bei kleinem Marketing davon lernen? Das ist ganz einfach. Das ist was für die Milliardäre und Ultra-High-Net-Individuals, also die mit 100 Millionen Euro Gesamtvermögen, Weltvermögen aufwärts, was für die das absolut höchste Priorität genießt, das können wir auch für uns verwenden, indem wir einfach sagen, okay, es ist so leicht da draußen in so eine Art Rattenloch reingezogen zu werden. Ja? Diese eine Social-Media-Plattform, die andere Social-Media-Plattform, ja? You name it. Oder du hast schon zweimal größere Teams aufgebaut und da kommst du so ein Hamsterrad in so einen Strudel rein. Und es ist dabei völlig egal, wie groß dein Unternehmen ist. Und immer wieder diese Parolen da draußen auch von vielen, die sagen, ja, wie viele Mitarbeiter hast denn du und so. Ne? Und wenn du nicht mindestens irgendwie 100 Mitarbeiter hast, dann bist du kein richtiger Unternehmer. Ja? Das ist schon nicht ganz so einfach und insbesondere in Deutschland mit den ganzen Lohnnebenkosten und was da alles ist. Ja? Nicht umsonst, würde man sagen, 9 von 10, die auf mich zukommen und mich um Rat fragen, haben zumindest schon mal im Hintergedanken irgendwo, ja, ja, wie könnte man denn irgendwo, ja, vielleicht im Ausland, vielleicht irgendwie ganz legal, aber halt einfach nicht die ganze Workforce irgendwo in Deutschland haben, ja, wo die Leute A, teilweise nicht wirklich motiviert sind, B, von der Mentalität her einfach komplett sich verändert haben. Also wenn ich mal zurückdenke, meine Eltern, was die noch für eine Arbeitsmoral hatten, völlig egal, also was du machst. Ja, es geht rein um die Einstellung. Ja. C, teuer. Ja, Mindestlohn irgendwie bei 14 Euro aktuell. Das ist, also ich muss auch einem Werkstudenten, muss ich einen Mindestlohn von 13,90 Euro oder irgendwas zahlen? Einer Person, die noch nichts kann? Wenn die jetzt zum Beispiel, ein Werkstudent darf in den Sommerferien 40 Stunden die Woche arbeiten. Also 14 Euro mal 160, da bist du schnell auf 2.500, 3.000 Euro. Mit den ganzen Soli, also wir Bayern dürfen natürlich immer noch für die ostdeutschen Bundesländer immer noch ein Soli abdrücken. Das war ursprünglich mal wegen der Vereinigung, das wisst ihr schon noch, oder? Also das ist schon einige Jahrzehnte her. Da war ich 15 Jahre alt. Ja, und heute bin ich 50. Also müssen wir immer noch abdrücken. Ja? Und für eine Person, zum Beispiel jetzt einen Werkstudenten, der eventuell, wenn auch keine anderen Erfahrungen gemacht hat, nichts kann,
Der kommt zu mir nur und ausschließlich nur, um zu lernen. Und dem muss ich, wenn er jetzt in den Sommerferien Vollzeit bei mir lernen will und durchstarten will, dem bin ich gezwungen, per Gesetz gezwungen, dem muss ich 2.500 bis 3.000 Euro bezahlen im Monat. Brutto. Ja? Das ist ja insane. Das ist ja, was ist das für ein Wahnsinn? Ja? Gehe ich nach Tschechien, Polen, ja, Ungarn, you name it, oder irgendwelchen Balkanländer oder sonst irgendwelche europäischen Länder, da zahle ich einen Softwareentwickler mit 2 Jahren Berufserfahrung die gleiche Summe, mehr oder weniger. Ja? Ungefähr 2.500 bis 3.000 Euro. Also das ist insane. Und deswegen, also das und noch viel mehr lässt so langsam auch quasi so den Letzten irgendwo dann so mal darüber nachdenken, okay, was kann man da machen? Und generell auch, sagen wir mal, auch das ganze, die ganze Struktur, ja, ein Unternehmen aufzubauen, hochzuziehen und so weiter, da gibt es auch Länder, die einfach sehr viel, viel einfacher sind. Ne? Und deswegen wird das wahrscheinlich zunehmend, also auch in Zukunft, und ich hänge mich da auch tagtäglich rein und bilde mich da weiter, weil da kann man ja unendlich lernen, wird das noch sehr viel mehr Bedeutung, meiner Meinung nach. Es gibt auch weitere Beispiele. Es gibt zum Beispiel Beispiele, wo ich kenne auch viele Unternehmer, die haben auch schon mal ein Unternehmen verkauft und so weiter. Und ich kenne einen, der hat seit längerer Zeit so eine Agentur gehabt und einen Schraubenhersteller, genau, mit dem habe ich mich letztens mal unterhalten. Und musste ihm aber auch versprechen, ihn nicht namentlich zu nennen und so, das ist auch völlig okay. Aber und der wollte auch was komplett verkaufen, umstrukturieren, irgendwas machen. Ja, dann hat er irgendwann mal so den Begriff Holding, ja, irgendwie doppelstöckige Holding und so. Zu so einem Steuerberater, der namhaften Steuerberater, der hat auch einen YouTube-Kanal, glaube ich, einen relativ großen. Und dann haben die ihm da irgendwie beraten und ich weiß nicht, und das Konstrukt und dies Konstrukt und hier noch und dann irgendwie 7 verschiedene Verschachtelungen und weiß da Kuckuck alles. Ja. Am Ende hätte er irgendwie ein Unternehmenskonstrukt gehabt mit ungefähr, ich glaube, 7 Bilanzen. Ja. Und das ist halt wieder so typisch. Ne? Da hast du dann irgendwie so... Der wünscht sich Einfachheit. Ja? Der wünscht nicht irgendwie irgendwas, wo er dann so, das dann so komplex aufgeblasen ist, dass du erstens mal nichts verstehst mehr, zweitens komplett abhängig dann wirst von diesem Steuerberater. Könnte sein, dass es mit Absicht ist. Und drittens, im Endeffekt dann wieder so viel mehr Kosten hast, dass du das nicht dann, ich weiß nicht, 10% von deiner Steuerersparnis dann wieder an den, also oder 50% wieder an, ich weiß es nicht im Detail, aber wieder an den Steuerberater erstmal abdrücken musst. Also der holt sich da seinen Teil ab. Ja? Und das ist halt, das sind halt auch so Sachen, das sind so Sachen, wonach sich ein echter Unternehmer eigentlich sehnt und besonders die Erfolgreichen, die schon sehr weit gekommen sind. So, und wie können wir das jetzt für uns anwenden? Wir können das für uns anwenden, indem wir sagen, wie können wir denn sozusagen dekomplexieren, also Komplexität verringern in zum Beispiel unserem Marketing- und Vertriebswandel? Ja? Und das ist eine sehr interessante Frage. Leider ist das eine individuelle Geschichte. Das heißt, dazu müsstest du dir bei uns einen Termin buchen, denn ich kann dir hier nicht irgendwas auf dem Flipchart aufmalen, was dann für alle irgendwie gültig ist. Das funktioniert nicht, weil und das ist sogar manchmal gefährlich, weil manche dann einfach eine andere Situation haben, dann über irgendwie irgendwas Generelles im YouTube aufschnappen, das dann sozusagen umsetzen und dann hat es nicht funktioniert. Weil es eben auf deine individuelle Situation nicht funktioniert. Ja? Und dazu muss man sich diese erstmal anschauen, dazu muss man erstmal einen Termin bei mir buchen. Ja? Und ich gebe mal ein kurzes Beispiel, was ich da konkret meine. Zum Beispiel irgendwie eine LinkedIn-Strategie. Ja, könnte ich jetzt hier aufmalen, das und das und das hat funktioniert für XY-Kunden, ja, mal ein Jahr lang durchgezogen, haben wir die und die Resultate. Der Kunde hat damals, als wir dann mit der Zusammenarbeit begonnen hatten, hatte er einen LinkedIn-Account, der war ungefähr 7-8 Jahre alt, hatte ungefähr 400-500 Follower, ja, so und so viele Kontakte. Die Kontakte waren in diversen Bubblen drin, das ist so das Bubble-Based Principle. Ja, also wenn du jetzt quasi bei, ja, das würde es zu weit führen, also bei LinkedIn, das ist also das ist mit der stärkste Bubble-Based Principle, das hast du aber auf YouTube auch. Na, du hast sozusagen, du piekst einmal in irgendeine Bubble rein,
Du connectest dich nur mit einer einzigen Person, die irgendwie mit irgendeinem bestimmten Ding was zu tun hat, eine bestimmte Firma, bestimmtes Bereich oder irgendwie eine bestimmte Gruppe, Followerschaft, und dann plötzlich werden dir sozusagen dessen Bubble interne Kontakte dann plötzlich alle vorgeschlagen. Ja? Und das kann sich positiv und negativ auswirken. Und wenn du zum Beispiel in eine bestimmte Zielgruppe rein möchtest, wo du aber noch keine Kontakte hast, dann bist du auch in keinen dieser eigentlich sehr relevanten, für dich relevanten Bubbles. Und dann musst du das erstmal erarbeiten. Das ist gar nicht so einfach, weil dann LinkedIn so ein paar Barrieren drin hat, dass einfach nicht jeder rumspammen kann, wie er gerade lustig ist. Ja? Und da muss man sich schon ein bisschen damit auskennen und auch da ein bisschen Fingerspitzengefühl haben und auch ein bisschen Geduld und Persistency, ne, dass man Ausdauer braucht man da auch. Ne, man muss immer wieder Schritt für Schritt sich dann in diese Bubbles da reinarbeiten. Und dann kommt LinkedIn plötzlich, springt der Algorithmus an, dann werden einem die richtigen Kontakte vorgeschlagen und dann ist es wie so ein kleiner Schneeball, der immer größer wird und immer schneller größer. Aber da könnte ich jetzt hier irgendwas runtermalen und das kann bei dir gar nicht funktionieren, weil du vielleicht ein LinkedIn-Profil hast mit 0 Followern oder mit nur 20 oder 50 oder den komplett anderen Followern, wo das einfach viel länger dauern würde, ja? Als wie jetzt bei dem Use Case, wo wir zum Beispiel hatten beim Kunden oder irgendwie in der Richtung. Verstehst du, was ich damit sagen? Weil das ist halt einfach, man kann in YouTube viel generelles Zeug erzählen und manches ist auch vernünftig und auch helpful und ich ziehe mir auch viel rein, aber ganz ehrlich, der wirklich nahrhafte Tipp, ja, da wo du sagst, okay, das passt jetzt genau auf mich, den kriegst du halt einfach nur, indem du halt bei uns einen Termin buchst. Und das mache ich jetzt nicht irgendwie so Werbung und sowas, ne? Kannst du sagen, okay, ist Werbung, aber ist einfach nur die Tatsache, ist einfach nur der Fakt. Ja. Und ein bisschen was habe ich schon jetzt angesprochen mit diesen Bubbles und so weiter, das ist sehr interessant. Und noch interessanter wird es, wenn du zum Beispiel ein Team aufbaust oder Mitarbeiter und dergleichen, ne? Und die haben zum Beispiel noch gar keine Profile und so weiter. Also da kann man schon viel machen, aber dann gibt es natürlich auch noch Möglichkeiten, dort ein bisschen Budget zu investieren. Da sollte man auch immer sehr, sehr vorsichtig sein, was einem die Plattform vorschlägt. Das ist in Google schon immer so gewesen, in LinkedIn ist es fast noch schlimmer. Ja, also LinkedIn schlägt dann vor, ja, mach mal hier, klick mal das an und mach mal das. Und wenn du das alles machst, zahlst du halt Maximum. Ja. Also auch da reinbohren und dir versuchen, Expertise anzueignen und lieber nochmal drüber schauen, nochmal einen kleinen Workshop bei uns buchen, nochmal 2 Stunden extra nochmal drüber reden, extra nochmal nur für das nochmal einen Workshop oder was, lohnt sich, glaub's mir. Ja, weil es ist ein großer Unterschied, ob du jetzt auf LinkedIn pro Klick, also wenn du jetzt eine Ad schaltest, pro Klick jetzt 2-3 Euro zahlst oder 6 Euro oder 13 oder 14 Euro. Ja, das ist halt schon ein massiver Unterschied. Also im Zuge dessen, wie gesagt, ich freue mich auf ein Gespräch mit dir oder mit euch, wenn es mehrere Leute sind. Manchmal buchen sich auch 2 oder 3 Leute gleichzeitig bei uns einen Termin. Ist auch okay, super. Und die erste halbe Stunde ist, wie gesagt, immer gratis. Manchmal machen wir das weitmäßig raus auf 45 Minuten, Stunde, you name it. Ne? Wenn es passt, wenn es harmoniert, wenn wir sowieso davon ausgehen, dass wir eine Zusammenarbeit starten, kommt zum Beispiel die Viertelstunde oder die Stunde auch nicht drauf zusammen. Okay, dann freut es mich auf jeden Fall, wenn wir uns im Video sehen, im Termin wiedersehen. Und wenn du dir sozusagen noch nicht so weit fühlst, dass du den Termin bei uns buchst, immer daran denken, Einfachheit. Die wirklich großen, erfolgreichen Unternehmer da draußen, die 100 Millionen und mehr gemacht haben und eine Milliardäre sind teilweise, ja, glaub mir, die wissen Einfachheit zu schätzen und davon kann man lernen. Bis dahin, dein Thomas Klein, bis zum nächsten Mal. Ciao.